Der erste Kommandeur der Antiterrorismuseinheit GSG 9, Ulrich Wegener, ist gestorben. Der frühere Polizeioffizier wurde 88 Jahre alt. Aufmerksamkeit erregte Wegener mit der Leitung der Spezialeinheit, damals angegliedert an den Bundesgrenzschutz, im Oktober 1977. Die Einsatzkräfte stürmten die von palästinensischen Terroristen gekaperte Lufthansa-Maschine Landshut im somalischen Mogadischu und befreiten alle der über 80 Geiseln. Die Entführer wollten mit der Aktion inhaftierte Terroristen der Rote Armee-Fraktion freipressen. Gegründet wurde die Grenzschutzgruppe 9 nach dem Olympia-Attentat von 1972 in München. Palästinensische Terroristen hatten damals die Unterkunft der israelischen Sportler gestürmt und Geiseln genommen. Bei einem gescheiterten Befreiungsversuch kamen 11 Athleten und ein Polizist ums Leben.